So, ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Death Pro. Heute mit einer Spezialfolge. Wir haben ein Replay abgespeichert. Und dieses Replay werden wir gleich abspielen und dazu nicht allzu viel sagen. Naja, es wird halt ablaufen und vielleicht sagen wir ab und zu mal was, aber im Großen und Ganzen werden wir einfach es euch genießen lassen. Ja, und vor uns vielleicht noch kurz zur Info. Diesmal spielen wir nicht mit unserem normalen Deck, sondern einfach mit einem sehr speziellen Deck, was auf jeden Fall interessant ist. Also freut euch auf das besondere Duell. Es passt perfekt im Tech-Duell. Oh ja, das ist echt ultra. Ich starte jetzt mal das Replay. Und dann will ich mal... Diesmal können wir das Duell sogar zu Ende führen. Genau, ja, unglaublich, aber das ist tatsächlich schon unsere Seite. Genau, das ist unsere Starthand. Wir haben tatsächlich Burgmauern im Deck. Ihr glaubt es nicht. Also die Starthand zeigt noch nicht wirklich den Schrecken des Decks. Genau, doch eigentlich schon, aber wir wollen nicht zu viel spoilern. Boah, wie unglaublich schnell wieder mal das Replay abläuft. Ja. Ich tausche mal in der Zwischenzeit die Seite. Bietet sich hier ja an, gegen ein Zombie-Deck spielen wir. Genau. Rotäugiger Zombie. Das ist ein Tech-Duell, falls wir es noch nicht gesagt haben. Ah, da seht ihr mal eine vernünftige Starthand von unserem Mega-Deck, das wir zusammen entwickelt haben. Genau. Der epische Elfenschwertkämpfer. Ja, im Angriffsmodus, ja. Also wie ihr euch denken könnt, selbst mit der ersten Boost-Erweiterung war er der größte Bullshit aller Zeiten. Aber hey, er macht er ist episch und er hat das ja schon Schaden angerichtet. Und wir sind in Führung gegangen damit. Genau. Also Elfenschwertkämpfer ist mächtig gegen Zombies. So, wieder Seiten wechseln. Hier muss ich hier sehen wir ein Drachendeck, ein Dracheneinheit-Deck, was zu den stärksten des aktuellen Meters gehört. Naja, schauen wir mal, was wir dagegen anrichten können. Ja, sieht eigentlich schlecht aus, wenn wir irgendwelche Bullshit-Decks zusammennehmen und der Gegner, normale Decks benutzt. Und der herbeigerufene Totenkopf. Es gibt mittlerweile sogar... Stärke-Tributmonster, aber eher so klassisch, wir mussten ihn einfach reinnehmen. Genau, oh, ja. Power. Los! Kennt ihr die Folge gegen Weevil, wo Yugi Makio gespielt hat? Da war er so Totenkopf so mächtig. Oh ja, alles besiegt. Wow. So, wieder tauschen. Ach ja, wir haben interessante Namen, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Ah, musst du, glaube ich, nicht extra erwähnen. Ja. Naja, ich weiß nicht, ob die Leute auch... Wir waren ein bisschen fertig an diesem Abend. Ja. Es ist spät. Falls ihr die Verurteilten kennt, dann müsst ihr euch nicht darüber wundern, über diese Namensbezeichnung. Naja, also wir versuchen mit diesem tollen Deck so gut wie möglich zu spielen. Genau. Moment sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Ja. Ich meine, wir sind ziemlich gut in Führung gegangen. Außerdem haben wir den Dice. Ja, und wir haben weißes Loch. Weißes Loch, genau. Zur Sicherheit, falls man schwarzes Loch spielt, muss man sich ja irgendwie absichern können. Ja, genau, Pyramidenschildkröte. Wir haben schon damit gerechnet, dass die endlose Verwesung kommt mit 8000 Angriffspunkten. Genau. Aber kann uns egal sein. Wie soll über ein 8000 Monster rüberkommen? Ja, genau. Wir haben eine Spiegelkraft, von daher ist es an sich scheißegal. Genau. So, ich wechsle mal wieder Seite damit. An sich ist es scheißegal, aber naja. Der Gegner legt jetzt auch ordentlich los mit seinem Drachendeck. Genau, hier zeigt man, was man mit einem Dracheneinheit-Deck so machen kann. Genau. Ja, das war schon gar kein übler Zug. Genau, aber kann man nämlich ganz schnell ein gewisses Monster rausbringen. Falls ihr es schon sehen könnt, der Sternstaubdrache, und da sind wir natürlich ziemlich in der Scheißlage. Genau, selbst die Spiegelkraft kann dann nicht mehr gegen endlose Verwesung helfen. Aber passt mal auf, Leute, es kann nicht episch werden. Ich tausche jetzt wieder die Seite. Ja, jetzt kommt unser, der vielleicht epischste Zug des gesamten Duells. Ja, genau. Er greift mit Sternstaubdrachen an. Und wir aktivieren zweimal anmutiger Würfel. Und Rainy tatsächlich. Und wir haben einfach unser Glück gehofft. Und tatsächlich. Genau 2500. Genau 2500 besiegen Sternstaubdrachen. Und dann gleich noch eine Spiegelkraft hinterher. Los, Würfel, roll. Also wenn der Zug mal nicht episch war, dann weiß ich auch nicht. Duke Devlin ist bestimmt stolz auf uns. Wir sind die Meister der Würfel. Nur Scheiße, dachten sie. Die haben auch ordentlich geschrieben, dass sie einfach nur dachten, wow, das kann echt passieren. Ja. Jetzt hauen wir noch die Strafe. Also der eine hat sich bei seinem Partner sogar entschuldigt. Also die Textnachrichten kommen ja im Replay nicht, aber man kann es ihm einfach nicht übel nehmen. Ich meine, wer würde mit so einem Bullshit rechnen, mal ehrlich. Und sie haben zwei normale Decks eigentlich und spielen das sogar noch gut im Team zusammen. Genau, aber unsere Decks sind einfach so klassisch, dass sie unbesiegbar sind. Ja, zweimal der gleiche Scheiß, aber wir hauen sie weg. Sie können einfach nichts machen. Na, Zombie-Deck jetzt wieder Zombie-World. Im Übrigen, vorher haben wir noch ein Tech-Duell gemacht, da haben wir auch gewonnen. Ja, unglaublich. Also im Moment stehen wir 2-0. Genau, zwei Siege, keine Niederlagen. Mal sehen, wie lange wir das aushalten. Also das scheint ziemlich unglaublich, aber tja. So ist es nun mal. Los, Würfel raus. Ja, ihr glaubt uns wahrscheinlich immer noch nicht, dass wir das Duell noch gewinnen werden. Und eine Inselschildkröte Mangas-Modus. Ja, wartet es nur ab, genau. Ja, warum soll man sich einfach verteidigen, wenn wir auf Angriff gehen können? Genau, immer aggressiv spielen, Leute. Na gut, ich meine, er hat keine Handkarten, also die Zuschauer können das sich Genau, wir wissen, der andere hat Angriffsmodus aktivieren, was man schon sehen konnte.
Also, genau. Keine große Gefahr, deswegen greifen wir einfach richtig schön an. Tja. Oh, ja, und da kommt Phalanx. Ah, oh, interessant, ja. Was er gezogen hat. Erstmal verteidigen. Ja. Ach ja, und jetzt kommt wieder eine Karte, die das endgültig entscheidet. Und wir sollten... Keltischer Wächter. Ja, keltischer Wächter. Da ist er wieder. Also die Kombination aus keltischer Wächter und anmutiger Würfel sollte ernsthaft verboten werden. Genau, und der ist eigentlich viel zu heftig. Ich meine, der anmutige Würfel hat uns ganz klar mit 6 gewürfelt und damit konnten wir mit dem Angriff die weghauen. Ja, und ohne den Würfel wären wir niemals den Sternstaubdrachen losgeworden und damit endlos verwesen. Denn der Würfel ist zu übermächtig. Ganz klar. Der musste ganz klar verboten werden. Ja, damit ist das Replay beendet. Ich hoffe, euch gefällt die Special-Episode von unserem Megadex. Vielleicht kommt sogar noch mehr. Ja, ich weiß nicht, wir können direkt das zweite kurz dran. Und das ist nicht ganz so lang, weil die mittendrin rausgegangen genau, sind. Genau, sie haben ihre hoffnungslose Situation erkannt. Ja, total. Und hier mussten wir einfach mit einem echt spitzen Zug anfangen. Genau. Kennt ihr Joey Spruch noch? Ich hoffe es. Ja. Sein klassischer Zug, er spielt Schwertkämpfer von Nenz am Angriffsmodus und beendet einfach seinen Zug. Nee, echt Spitzenzug. Ne? Brooklyn Rage? Nee. Was will der Gegner machen? Was will der Gegner machen? Das war auch ziemlich unheimlich. Ja. Ja. Also was der Gegner da machen musste, um unsere Monster loszuwerden. Ja, ja. Also ich hätte aber selbst. Ich hätte auch wirklich Fallkarten spielen können, aber mal ehrlich, man kann die Schwerkampfvalenz auch allein im Angriffsmodus lassen. Das ist 500 Punkten. Er ist zu heftig einfach für diese Welt. Oh ja. So, erstmal 4 Karten direkt und die Elfenzwillinge und mystischen. Er legt jetzt erstmal voll die heiße Kette hin. Wir waren erstmal übertrieben beeindruckt und dachten, das war's jetzt. Uff. Ja. Und jetzt stehen wir schon wieder mit einem leeren Feld da. Ja, scheiße. Keine Monster, nur ein paar verdeckte Karten. Er hat seinen 1-7er, was kann der überhaupt nicht kennen, den Karten? Ah, das ist irgend so ein... Ich glaube, er konnte nichts Besonderes. Ja. Auf jeden Fall hat er nichts im Duell gerissen. Achso. Gusto Guldo. Und ja, da dachten wir zuerst in dem Tardrachen-Deck. Später haben wir es gemerkt, es ist ein Gusto-Deck. Korrekt. Und wir nehmen nochmal 1-7 Schaden. Ja. Das ist sehr schön. Ja, das heißt, der Gegner liegt gerade ziemlich weit vorne. Spiel der Schatten. Aber jetzt können wir mal unsere Top-Karte mal wieder. Ja, der mächtige keltische Wächter. Er ist die Main-Karte des Decks, um dieses Monster haben wir das Deck herum aufgebaut. Ganz klar. Und hier seht ihr, wie mächtig er ist. Verstärkung! Yeah! Kennt ihr noch alle Verstärkungen? Die sind einfach zu heftig. Heutzutage gibt es 1000 Karten, die besser sind, aber kaum Verstärkungen. Ich meine, wie viele Leute sind da zur Verstärkung da? Da kann man auch gar nicht den Kampf verlieren. Ja, die sind einfach zu geil. Ja, und geil finde ich jetzt auch, macht er das jetzt Das ist die Company von Shigeki no Kyojin, die ist als Verstärkung gekommen. Ganz klar. Und da war der Kelch einfach zu heftig. Was wollen sie? Oh, er greift an. Und der keltische Wächter gewinnt noch einen Kampf. Noch eine Karte, die vielleicht verboten werden sollte. Er ist schon 2 Kämpfe gewonnen, er ist einfach zu mächtig. Der heftige Teufelswürfel oder wie der heißt. Gil School Dice, oh schon wieder Dice, Mann. Scheiße, cool. Verkackt, egal. Los, Würfel rollt. Und die Elfenzwillinge. Und wieder mal. Und erneut eine Fallgrube. Sind sie so gay, dass sie nur die Weiber zerstören und die Männer auf dem Feld lassen? Mann. Ich glaube, der keltische Wächter kam vor Fallgrube aufs Feld, oder? Kann das sein? Ja, ist sicher auch so, aber egal. Was soll, sie zerstören nur die Frauen, den Mann kriegen sie einfach nicht tot. Ja. Sie wollen den keltischen Wächter halt gerne haben. Geil, finde ich auch. Ja, genau. Kommt das jetzt schon? Nee, kommt gleich. Ja, genau. So, und nee, sie waren so verzweifelt, dass sie ihn sogar auf die Hand zurückschicken muss. Wir dachten, jetzt kommt das OTK, Mann. Will uns jetzt ehrlich killen, aber naja, er spielt nur Tempest aus. Das Taschentuch. Vielleicht hat er sich fertig gemacht, ihn zu zerstören. Genau, Tempo. Er wollte, dass wir ihn nächsten Zug wieder aufspielen können. Oh, Mann. Das ist so hart. Ja, hier. Was kommt denn jetzt? Ja, genau. Unser der gute alte Menschenfresserkäfer. Der nicht nur Menschen frisst. Genau. Und das Tempo. Er wird noch eine Schlüsselkarte des Welt sein. Ganz klar, ey. Die Taktik ist einfach genial dabei. Ja. Ja, halt er beendet jetzt edisch. Einfach. Also genau. Ich glaube 90% unseres Decks besteht einfach nur aus dem Yugi und dem Joey Starter Deck. Ja. Und aber wer sagt, solche Karten können es mit dem heutigen Meter nicht mehr aufnehmen? Genau, ey. Wir beweisen's. Bullshit. Oh, wieder eine Fallgrube. Schon wieder eine Fallgrube. Wieder war muss eine heftige Karte. Das wird langsam ganz schön schrecklich. Ja, die haben Panik. Ja, das verstehe ich. Ich meine, wenn wir 11 Schwertkämpfer gegenüberstehen, dann muss man Panik schieben. Also, was willst du tun? Was willst du tun? Gott, hört bloß auf mit dem Ach Scheiß, ja, Mann. Jetzt kam... Ja, okay, nee, der ist wirklich schlimm. Nee, kommt jetzt erstmal noch ein zweiter Menschenfresserkäfer. Das Kind ist einfach nur gestört. Wir haben ja selbst ein schwarzes Loch, kommt noch weißes Loch verdeckt. Zweimal. Man muss sich halt gegen sowas absichern. DD-Fallgrube, ja. Man sieht ja gerade, er zweimal Blitzeinschlag. Und jetzt?
kommt ein dritter Kill. Ja, eiskalt vom Deck. Top-Decking würde man das jetzt nennen. Ganz klar. Und immer wenn man die Top-Karte des Decks zieht, dann ist es Top-Decking. Und der knüppelt ordentlich drauf. Mit seinen mächtigen 1-4 Angriffspunkten. Yeah. Oh, geil. Ja, da kann man gut sehen, wie schlimm es um Death Probe bestellt ist, wenn wir so mit so einem Deck schon sie abziehen. Es ist auch echt sehr hart. Vielleicht sind wir einfach so gut. Ja. Der war gut. Und wir haben ein schwarzes Loch. Leider kann man nicht schwarzes Loch machen, dann das weiße Loch da mit seinem Monster schützen. Ja, das wäre ziemlich. Sonst hätten wir es auch schon gemacht. Ja. Ganz klar. Naja, was würde das hier bringen? Es wäre ja, ich meine, der ging auch was auf dem Feld hat. Ah, okay. Ja, der Zug ist jetzt sehr beeindruckend. Ja, genau. Vom Gegner. Er muss den Elfen Schwertkämpfer aber loswerden. Er hat eingesehen, es ist die Jobcard von uns. Schlecht, nein. Das Spiel ist sogar Blitzeinschlag auf zwei Karten für ihn. Ja, ja, aber jetzt boosten wir unsere Verteidigung noch hoch mit der mächtigen Hitzeschildkröte. Ja, wer soll der warum nicht die Defallgrube? Ja. Zusammen mit Burgmauern kommt nicht mal der Tempest vorbei. Das ist einfach zu heftig, ja. Ist die Defallgrube nicht, wenn ein Monster gesetzt wird? Ja, vielleicht dachte sie einfach, nee, scheiße. Noch Verstärkung. Heftig. Kann man nicht machen. Ja, und jetzt dachten wir uns, warum die ganze Zeit verteidigen, ja, wenn man auch angreifen kann. Genau, wenn man aggressiv vorangehen. Also los, Inselschildkröte, tu es! Scheiße, wurde eigentlich jemals im richtigen in der Serie ausgespielt? Inselschildkröte, keine Ahnung. Und die ist geil, ey. Ich glaube, in irgendeiner Folge, da waren sie auf der Inselschildkröte. Ja. Ja, stimmt, als sie auf dieser Insel da waren, ne? Das hat er da gezogen. Ach ja, Level Up, jetzt genau, er. Hier seht ihr jetzt eigentlich einen ziemlich guten Zug. Ja. Naja, er hat ein Monster und eine Zauberkarte. Egal, ein 3500er Monster rausgebracht, aber trotzdem nicht anzugreifen. Ja. Vielleicht fürchtet er wieder Verstärkung, Spiegelkraft oder sonst was. Oder. Aber wir machen es ganz simpel. Einfach ihn auffressen. Genau. Vom überdimensionierten Käfer. Ja, und jetzt gibt's natürlich nochmal die Orbel. Und unseren übermächtigen Monster. Ja, Menschenfresser, Käfer und Inselschildkröte vereint. Was sollen wir dagegen machen? Ist so. Ja. Selbst wenn wir nicht fertig sind und so einen Scheiß zusammenbauen. Wir hauen alle weg, es ist unglaublich. Ja. Das ist echt schon witzig. Das Niveau hier auf Death Pro ist einfach unglaublich. Unglaublich. Aber es gibt ja welche.